Aber ist bequem hier auf meinem Bett? Es geht, ja. Ja. Gut. Wir reden heute über das Thema Trans sein versus nicht binär sein. Morlin hat da eine sehr spannende Perspektive zu. Morlin hat Trans-Erfahrungen in seinem Lebenslauf stehen. Und Luca hat auch Trans-Erfahrungen, falls ihr nicht kennt. Nee, Trans, was ist das? Noch nie gehört. Wir reden heute über Trans sein, wie man herausfindet, ob man eher ein binärer Transmann ist oder eher auf dem nicht-binären Spektrum sich befindet. Und Morlin hat es auch schon mal rausgefunden, deswegen werden wir heute seine Erfahrungen nutzen, um sie euch zu präsentieren. Ich habe mir auch ein paar Fragen aufgeschrieben, weil ich mich vorbereitet habe. Erstmal, wie heißt du? Das hast du doch gerade schon gesagt. Hallo, ich bin Morlin und ich bin nicht binär trans, würde ich sagen. Obwohl ich halt nach außen vielleicht eine sehr binäre Transition mache. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Welches Label würdest du für dich benutzen? Oh, ich finde Labels echt immer schwierig. Mhm. Also ich finde immer, können wir nachher nochmal genauer drüber sprechen, aber ich finde Labels helfen irgendwie bei der Identitätsfindung, aber auf der anderen Seite packen sie dich auch in so neue Schubladen, die ich ganz schwierig finde. Ich glaube, am ehesten würde ich mich als transmaskulin labeln. Was sind deine Pronomen? Im Deutschen einfach er, ihm, im Englischen he, they. Was sind denn deine Pronomen? Ich würde auch sagen er, ihm und ich glaube einfach he, him, weil, keine Ahnung. Ich glaube, mich würde es nicht stören, wenn jemand they, them Pronomen für mich benutzen würde. Naja, du machst dir ja schon Kopf drüber, ja, wenn du ja dann zum Beispiel she, her ablehnst. Ja, she, her würde ich auf jeden Fall ablehnen. Aber ich glaube, mittlerweile bin ich auch irgendwie, ist mir alles egal, wenn mich jemand she, her nennen würde, wäre ich wahrscheinlich so, okay, whatever you do you. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Das ist eine super Privileg. Es ist halt lange nicht passiert so, ne? Und ich glaube, es wäre dann wahrscheinlich eher, dass die Person das als Versprecher, weil sie sich verhaspelt und nicht, weil sie wirklich denkt, dass ich eine She-Her bin. Oder gebe ich dir She-Her-Vibes. Das ist jetzt auch wieder, ich will da jetzt nichts reproduzieren. Okay. Okay, die Frage ist vielleicht ein bisschen komplex, aber wie hast du rausgefunden, dass du trans bist? Okay, wie viel Zeit haben wir? Okay, wann hast du das erste Mal so diesen Begriff trans gehört? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich kann mich nicht an den Begriff trans erinnern. Ich glaube, ich wusste schon lange, dass es den gibt. Aber ich dachte auch ganz lange, dass trans das gleiche ist wie Drag. Und habe deswegen diesen Trans-Begriff für mich sehr abgelehnt, weil ich immer dachte, okay, ich verkleide mich ja nicht, sondern ich fühle mich einfach so. Und Drag war ja auch gesellschaftlich immer so ein bisschen stigmatisiert und ich wollte nicht Drag sein. Ich bin ja auch nicht Drag, so nichts gegen Drag-Personen, so ich finde euch super, aber für mich war es einfach nicht meine Experience. Deswegen habe ich mit Drag einfach oder mit Trans den Begriff sehr weit von mir weggeschoben und gesagt, das bist du nicht. Und dann bin ich irgendwann auf den Begriff nicht-binär, jetzt kommen wir echt voll in die Materie, auf den Begriff nicht-binär aufmerksam geworden. Wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich glaube, das war im Studium. Ich habe Soziologie unter anderem studiert und wir hatten einen Kurs, der hieß Geschlechtersoziologie. Und da ging es dann eben um verschiedenste Aspekte vom Geschlecht. Und da bin ich, glaube ich, das erste Mal auf den Begriff nicht-binär gestoßen. Und das hat für mich so einfach so eine neue Welt offenbart. Also ich bin, als ich das gehört habe, weiß ich noch, bin erstmal weinend zusammengebrochen. In der Uni? Ja, so mehr oder weniger tatsächlich, weil ich einfach so dachte, oh krass, das ist es. Also ich wusste einfach, das erste Mal, als ich das gehört habe, das hat ganz, ganz viel mit mir zu tun. Mhm. So, und über den Begriff nicht-binär habe ich dann so ein bisschen mich auch dem Begriff trans nachher angenähert und mich tatsächlich informiert, was bedeutet es eigentlich, trans zu sein. Mhm. Aber hattest du da vorher schon Gedanken, so ich könnte vielleicht trans sein? Ich glaube, insgeheim wusste ich das. Mhm. Aber ich habe mich halt, ich habe mir selber verboten, mich damit zu beschäftigen, weil ich habe es, glaube ich, in Therapie mal so beschrieben. Ich wusste, wenn ich diese Schublade aufmache, dann ist sie offen. Also wenn ich das Fass aufmache, dann komme ich da nicht mehr raus. Dann bin ich das so. Und deswegen, wenn ich mich damit nicht beschäftige, dann kann ich es ja auch nicht sein. Mhm. Ich finde das voll spannend, dass du den Begriff nicht binär das erste Mal in der Uni gehört hast, weil bei mir war das auch so. Auch in der Uni. Also ich habe das jetzt nicht durch Social Media mitbekommen, weil ich habe ja 2013 angefangen zu studieren, ich bin alt. Und da war das nicht so ein Thema auf Social Media, so trans sein und nicht binär sein und solche Sachen. Also ich habe Englisch, Literatur und Sprachwissenschaft studiert und wir hatten ein Seminar zu Poststructuralism. Das sagt jetzt bestimmt niemandem was. Tatsächlich schon, aber ja. Ja, okay, aber du hast ja auch irgendwie so auch geisteswissenschaftliches Fach studiert. Und da geht es ja auch so ein bisschen um so dieses Deconstructing von gesellschaftlichen Kategorien, also Race und Gender. Das fand ich so faszinierend und da habe ich mich dann auch sehr intensiv danach mit beschäftigt. Bin damals sogar zu meinem Dozenten gegangen, weil ich bin dann, also ihr müsst euch vorstellen, es war auch 2018 oder so. Mhm. Also es war einfach noch nicht so viel auf Social Media, so TikTok oder so gab es noch gar nicht. Und auf Instagram hatte ich halt so ein paar Freunde, aber die waren halt nicht queer, so. Das heißt, da habe ich jetzt auch keine Informationsquelle gehabt. Ich war halt so völlig überfordert damit und wusste überhaupt nicht, wohin. Und dann bin ich tatsächlich zu dem Dozenten damals hingegangen, so ein paar
Wochen später und habe ihm so ein bisschen mein Herz ausgeschüttet und war so, ich brauche Hilfe. Das ist mega süß. So, aber hat er dir geholfen? Der war, also wir hatten auch nie, also ich meine, es ist Unileben, ne? Riesenstudiengang, das heißt, du kannst froh sein, wenn die überhaupt deinen Namen wissen. Aber der war total super. Der meinte dann, okay, ja krass, was brauchst du? Und ich, ja, irgendwie Anlaufstellen, Hilfe, keine Ahnung. Und er hat mir danach wirklich, 2-3 Stunden später kam eine Mail von ihm rein. So ein Text mit irgendwie 10 Links, wo ich halt hingehen könnte, süß, wo ich mal, also es war richtig hilfreich. Oh. Ja krass, also als du das quasi gelernt hast, nicht binär sein ist eine Möglichkeit, so trans sein ist eine Möglichkeit, hast du dann dich auch dann direkt geoutet oder hast du dann eher noch so eine längere Findungsphase gehabt, wo du erstmal selber drauf klarkommen musstest und selber sehr viel nachgedacht hast? Ich habe mich relativ schnell versucht, sehr, sehr engen Freundinnen anzuvertrauen. Einfach, weil ich drüber reden musste. Aber es hat schon alles noch ein bisschen gedauert, also bis ich dann wirklich offiziell mich geoutet habe und so. Hast du dann auch so ein bisschen damit gestruggelt, wie du dich jetzt outest? Also ob du eher ein Transmann bist oder ob du eher nicht binär bist oder irgendwie, hast du damit gestruggelt? Ja, damit habe ich gestruggelt, auf jeden Fall. Ich war irgendwie verzweifelt und ich wusste aber, wenn ich irgendwie mich oute, dann werde ich wahrscheinlich auch medizinische Schritte gehen wollen. Und dann ist halt auch die Frage, als was outest du dich jetzt, weil du willst auch ernst genommen werden. Der allerersten Person, der ich mich anvertraut habe, bei der habe ich mich, glaube ich, tatsächlich als nicht binär geoutet, aber auch direkt gesagt, dass das für mich eben auch bedeutet, dass ich als Mann gelesen werden möchte. Aber ich wusste auch, sie ist sensibilisiert für das Thema. Dann später habe ich mich tatsächlich eher als trans geoutet. Ich finde das immer so spannend zu hören von anderen Personen, weil bei mir war es halt genau, wie gesagt, ich war da 19, 20, als ich das erste Mal davon gehört habe und ich habe mich dann mit 23 geoutet. Also ich habe da 3-4 Jahre einfach nur drüber nachgedacht oder beziehungsweise es immer weggeschoben und dann mal wieder drüber nachgedacht und dann ist halt wieder weggeschoben, so bis ich dann irgendwann die Confidence hatte, aber das hast überhaupt du Leuten nachgedacht, zu erzählen. Ob du überhaupt nicht binär oder trans bist oder hast du drüber nachgedacht, also weil das war bei mir zum Beispiel anders, als ich den Begriff nicht binär gehört habe, ich wusste immediately, das bin ich. Also es war keine Frage, es war wirklich, also es war so die Offenbarung, es war klar. So die Frage war einfach nur, was mache ich draus, wann erzähle ich es anderen, aber ich musste nicht drüber nachdenken, ob das was mit mir zu tun hat oder nicht. Ich war mir schon relativ sicher, also ich habe mich da ultra getriggert gefühlt. Und ich war mir relativ sicher, dass ich, also ich hatte, das war auch halt die Phase, wo ich halt angefangen habe, so sehr viel so Trans-YouTube mir anzuschauen und so ein bisschen zu recherchieren, so was ist Trans überhaupt, was gibt's da für Möglichkeiten und wirklich diese Transition-Videos gebingewatcht habe. Ich konnte da halt mega relaten, aber auch nicht zu 100%, weil ich glaube ich auch nicht 100% binär bin und dann gab's halt so manche Sachen, die ich nicht so erlebt habe, wie so die meisten klassischen binären Trans-Männer und war mir eigentlich schon relativ sicher, dass es bei mir in die nicht-binäre Richtung geht, aber das Ding ist so, damals war niemand nicht binär. Das gab's nicht. Nein, das gab's nicht. Also, ja. Ich habe dann auch angefangen, so YouTube-Videos. Ich glaube, das war damals, das klingt jetzt echt nicht alt, aber so lange ist es gar nicht her. Aber ja, also, das war wirklich so die Informationsquelle, irgendwie, um wirklich mal von Leuten zu hören, war halt YouTube oder du kanntest persönlich Leute. Ich hatte keinen queeren Freundeskreis, also blieb YouTube. Und das war alles so super binär aufgezogen. Voll, voll. Da gab es überhaupt keinen Raum für irgendwie irgendwas anderes. So. Und ich glaube, ich habe so für mich beschlossen, ich bin nicht binär, aber ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, das Leuten zu erzählen, weil ich gedacht habe, Leute verstehen das eh nicht. Also ich habe mich dann halt einfach so sehr genderqueer verhalten und so sehr androgyn gekleidet. Und ich hatte auch ein bisschen Angst. Also ich hatte Angst, nicht ernst genommen zu werden und dass Leute dann das irgendwie so denken, boah, der ist jetzt voll abgedriftet oder halt zum Beispiel sich gar nicht die Mühe machen, meine gewünschten Pronomen oder sowas zu verwenden, weil sie halt nicht binär sein, nicht ernst nehmen. Und nachher, als es dann in den medizinischen Bereich ging, hatte ich auch einfach tatsächlich Angst, dass ich da keinen Zugriff bekomme, dass die halt sagen, ja, nee, wenn du ja nicht binär bist, so, was willst du dann testen, was willst du dann eine Mastektomie machen, also, wenn deine Brüste, also, was, du bist ja nicht binär, so, was soll das? Ja, ich finde das auch irgendwie spannend, weil ich glaube, als ich das erste Mal realisiert habe, dass ich wahrscheinlich nicht binär bin, habe ich auch noch gar nicht an Transition-Schritte und sowas gedacht, deswegen habe ich das erstmal nur so für mich als Label benutzt, aber halt irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, das nach außen zu tragen, weil ich auch gar nicht wusste, wie Leute reagieren und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich auch relativ lange überlegt, so bin ich wirklich, weil bei mir ging es auch sehr in die transmaskuline Richtung. So, ich wollte nicht irgendwie dazwischen, also in meinem Presenting. Von meiner Identität ist nochmal was anderes, aber so wie ich mich präsentiere, wollte ich mich schon eher maskulin präsentieren. Das ist bei mir sehr ähnlich. Ja, wollte gerne kurze Haare haben und so einen maskulinen Style, so keine Oberweite haben und solche Geschichten. Also ging es schon sehr in die maskuline Richtung, aber ich war mir dann halt auch irgendwie lange nicht sicher, ob das bedeutet, dass ich ein Transmann bin, weil ich wusste auch nicht so, wie fühlt sich ein Mann überhaupt, also, was
Keine Ahnung. Das weiß ich immer noch. Wie fühlt sich ein Mann? Wann ist ein Mann ein Mann? Ab wann ist man ein Mann? So, wann, ich glaube, das ist halt so ein fließender Übergang. Grüße gehen raus an Herbert. Das ist Herbert. Herbert Grönemeyer. Ach so. Hä, den Song kennst du ja wohl. Ja, ja, den kenne ich. Da habe ich schon Karaoke gesungen. Oh, aber wir müssen mal zum Karaoke gehen, bitte. Ja. Oh, lass das heute mal machen. Das ist ja super witzig. Singen wir dann Männer. Nein. Was von Taylor Swift? Ich glaube, ich wusste so, ich bin auf keinen Fall eine Frau. Ich bin irgendwie wahrscheinlich auf dem nicht-binären Spektrum. Aber so alles, was ich so, wie ich mich präsentieren will, ging halt super in die männliche Richtung. Deswegen war ich mir ultra lange unsicher. Ich weiß noch, ich war mir halt von Anfang an eigentlich sicher, dass ich halt meine Brustabnahme brauche. Mhm. Aber ich war mir mit Test so lange unsicher. Mhm. Und ich wusste aber, also ich war mir so, auf der einen Seite war ich mir unsicher, weil ich wusste, ich brauche die Mastek und bei Test wusste ich nicht, ob ich es brauche. Das war so eine unterschiedliche Experience irgendwie mit den beiden Sachen. Aber gleichzeitig wusste ich, ich war irgendwie nicht bereit, so ein wirklich, ich sag mal, nicht binäres Leben zu führen. Also ich bin nicht binär, ich führe nicht binäres Leben, aber so nach außen hin. Also ich weiß noch, ich habe mit der Freundin, bei der ich mich damals das erste Mal geoutet habe, dann darüber gesprochen, auch über medizinische Sachen und war so, ja, also eigentlich brauche ich die Mastek und ich weiß nicht mehr Test. Und sie meinte, es ist doch völlig okay, wenn du nur die Mastek machst und keinen Test du nimmst. Yeah. Und ich fand den Gedanken damals, ist es auch, also es ist absolut okay. Aber ich weiß, dass ich für mich den Gedanken damals irgendwie seltsam fand, dann so zwischen den Geschlechtern zu leben, was jetzt 5 Jahre später für mich überhaupt gar kein Thema mehr ist. Also da bin ich, glaube ich, selber gewachsen. Aber wenn man so mit binären Strukturen aufwächst, dann dachte ich so, okay, wenn du dich jetzt outest als trans, dann musst du ja gefühlt den ganzen Weg gehen, was immer der ganze Weg sein soll. Ja, ich glaube, das Ding ist halt, du wirst als Transperson eh schon nicht ernst genommen von der Gesellschaft und von vielen Leuten. Und wenn du dann zusätzlich noch sagst, so hey, ich bin trans, aber ich will die und die Schritte nicht gehen oder ich will die und die Sachen, so will ich nicht wie ein Mann sein, dann sprechen dir Leute deine Identität noch mehr ab als ich schon. Also ich musste da erstmal voll reinwachsen und zum Glück hat die Zeit das jetzt auch einfach ein bisschen gebracht, aber dass es halt okay ist, für sich selber dann irgendwas so den Weg zu finden und zu gucken, was brauche ich nicht. Mhm. Und deswegen tue ich mich auch mit Labels so schwer zum Beispiel. Ja, ich finde Labels Weil Labels schwer, halt helfen können. Also wie gesagt, wenn ich den Begriff nicht-binär nicht kennen würde, wäre schwer, mich als nicht-binär zu identifizieren. Aber auf der anderen Seite habe ich ja meine ganz eigene Erfahrung, meinen ganz eigenen Weg. Und ich möchte nicht, dass Leute hören, oh, trans, das bedeutet gleich das und das. Oder nicht-binär, das bedeutet gleich das und das. Ich glaube, das war auch kurz, bevor ich mich dann geoutet habe. Also ich habe wirklich alle trans kannte alle Videos, die es gab. Ja, ich kenne. Zu dem Zeitpunkt. Und dann, ich habe dann einen Trans-YouTuber gefunden. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich glaube, der kam aus den Niederlanden. Mit dem konnte ich mich wirklich 99,9% identifizieren mit allem, was er gesagt hat. Weil er hat halt auch gesagt, ich bin transmaskulin. So, ich bin trans, also ich bin Mann. Aber ich bin auch nicht binär. Und das sind ja eigentlich, denkt man so, das sind zwei Gegensätze. Aber weil der das einfach gesagt hat, so, hey, ich bin eigentlich nicht binär. Aber ich fühle mich auch wie ein Mann. Und dann war ich so, okay, dann kann ich das auch sein. Ich habe auch, also ich habe damals mit einer Person, ich habe eine Person auf Instagram dann gefunden. Die Person lebt in Kanada und ich bin auf dieses Profil gestoßen und war so, okay, krass, ich sehe so sehr mich. Und das war gar nicht so ein krasses Trans-Profil, das war eher eine Person, die halt eine Transition macht. Ja. Und auch eine nicht-binäre Person, die aber letztendlich den Stück weit den binären Transweg geht, also halt Testo nimmt und eine Mastek hat, also genau das, was ich letztendlich auch gemacht habe. Und das war so für mich das erste Mal, dass ich das erlebt habe bei Leuten, die gesagt haben, okay, ich bin zwar nicht binär, aber ich brauche das für mich, um mich wohlzufinden. Und der Person habe ich dann halt geschrieben und wir haben ganz lange hin und her geschrieben und das hat mir damals total geholfen, das ist voll schön, diese Repräsentation irgendwie zu haben, weil ich kannte das nicht, dass es das... Nee, das gab's. Also es kommt ja, kam ja auch so jetzt mit TikTok und so, ist halt viel mehr Repräsentation vorhanden und auch so das komplette nicht-binäre Spektrum. Also früher war es halt auch wirklich so, wenn du nicht-binär bist, dann musst du halt so komplett 50-50 irgendwie sein. Und da war ich halt auch nie drin, so ich war immer eher männlich, also ich hatte nie irgendwie das Bedürfnis, irgendwie Kleider oder Röcke zu tragen oder, aber das ist halt auch wieder so nur von meinem Presenting her, weil ich eher männlich, so von wie ich mich gefühlt habe, war ich mir halt immer nicht so sicher. Ja, gleichzeitig musstest du als nicht-binäre Person, musstest du irgendwie 50-50 sein. Also ich kenne inzwischen noch nicht-binäre Personen, die sich teilweise sehr genderkonform noch geben, so auch wenn ich die sehen würde, würde ich sie vielleicht als eindeutig weiblich lesen und sie sind auch AFAB, aber sind eben nicht binär so. Ja. Und auch das ist bist ein Stück weit neu, also... Ja, voll. Dass es da die Repräsentation gibt, dass nicht binär nicht bedeutet, okay,
du musst in irgendeiner Weise dich optisch verändern, sondern es ist halt was sehr Inneres. Ja, voll. Das finde ich auch super spannend. Vor deinem Outing oder auch während deines Outings hattest du viele Zweifel, ob das Richtige für dich ist? Und wie bist du mit deinen Zweifeln umgegangen? Oh ja, doch, hatte ich. Ich war ganz verzweifelt. Ich war ein Haufen Elend eine Zeit lang. Oh. Gerade die Zeit um meinen Outing. Ja. Also die Zeit von meinem inneren Coming Out auch zu meinem äußeren Coming Out war schwierig. Ich hatte auch viele Zweifel, weil ich eben auch wusste, ich bin irgendwie nicht, bin ich 100% Mann. Und das macht es nicht unbedingt einfacher, sich zu outen, so, weil du halt, ich wollte jetzt nicht von der einen Kategorie genau in die nächste fallen, so, sondern ich wusste irgendwie, die Wahrheit liegt bei mir irgendwo dazwischen. Und das macht dann auch Entscheidungen nicht unbedingt einfacher, ob man zum Beispiel eine Hormontherapie starten will, finde ich. Ich habe mit der besagten Person, die ich eben schon meinte, aus Kanada auch darüber geschrieben, und die Person meinte damals, weil ich habe genau diese Frage gestellt, ich habe irgendwie Zweifel und ich weiß nicht, ob das überhaupt valid ist, Zweifel zu haben, weil nach außen hin sind sich immer alle so sicher. Oh mein Gott, und woher wusstest du, dass Testo das Richtige ist? Mhm. Und die Person meinte dann, sie wusste nicht, dass Testo das Richtige ist, aber sie wusste halt, dass sie es ausprobieren muss und dass nichts zu tun der falsche Weg ist. Mhm. Und dass man es ja auch wieder absetzen kann notfalls. Und klar ist das nichts, was man mal eben ausprobiert, Testo, so. Aber ich hatte meine ganzen psychologischen Gutachten ja und alles. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich einfach in die Apotheke gegangen bin und mir das geholt habe. Hey, kann ich ein bisschen Testo haben für die Muskeln? Ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass es für mich halt das Richtige ist, als ich das gestartet habe. Aber ich habe gezweifelt. Also ich zweifle nicht mehr jetzt so in dem Sinne, dass ich jetzt zweifle, dass ich irgendwie den richtigen Weg gehe oder so. Aber es gibt immer noch Tage, wo ich manchmal einfach zumindest reflektiere, ob das gerade für mich das Richtige ist, ob ich mich da immer noch mit wohlfühle. Ja. Jedes Mal, wenn ich mir jetzt die Testospritze hole alle 11 Wochen, ist es eine neue Entscheidung. Bin ich gerade auf dem richtigen Weg, möchte ich das wirklich? Und solange ich mich drauf freue oder so, weiß ich, okay, es ist das Richtige. Aber wir brauchen viel mehr Raum für Zweifel. Das ist so ein wichtiger Punkt, weil ganz ehrlich, es ist halt auch wieder so dieses, dass Transmenschen nicht wirklich ernst genommen werden. Das ist voll oft so deine Identität, die abgesprochen wird, oder du irgendwie das Gefühl hast, du musst deine Identität erst beweisen, bevor Leute dich ernst nehmen. Und ich habe auch super viel gezweifelt. Aber ich glaube, Trans-Leute, wenn sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren, versuchen sie halt möglichst so rüberzukommen, als ob sie sich sicher sind, als ob sie keine Zweifel haben. Es wird ja auch von allen verlangt. Voll. Irgendwie. Auch wenn du irgendwie Gutachten oder irgendwie psychologische Indikationen haben willst für Hormone, für OPs, wenn du da halt zweifelst, musst du halt immer Angst drum haben, dass dir das nicht bewilligt wird. Ja, klar. So, und ich glaube, die meisten zweifeln. Ich meine, es ist eine große Entscheidung. So. Und das sind Entscheidungen, dass du dir teilweise irgendwie im jungen Erwachsenenalter sicher werden willst, willst du Familie haben oder nicht. Solche Sachen. So, das stand für mich dann hinten an, weil der Wunsch einfach nach dieser Transition größer war. Ja. Aber das sind ja Dinge, das sind ja bewusste Entscheidungen, die wir treffen müssen und können. Und dass man sich die gut überlegt und dass man da vielleicht auch gewisse Zweifel hat, ist irgendwie Teil davon. Ich finde es super wichtig, also zu zweifeln. Ich fände es problematisch, wenn man gar keine Zweifel hat und dann einfach so blind in die Transition voll reingeht. Und ich weiß noch, ich hatte am Ende eine sehr, sehr unterstützende Therapieperson. Und ich habe dann irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, ich vertraue der Person halt wirklich, da war ich auch schon auf Testo tatsächlich. Ja, also okay. Nachhinein. Habe ich dann schon mal das angesprochen, dass ich damals auch Zweifel hatte und so weiter. Und da meinte die Person nur, dass es absolut wichtig und richtig ist und dass er sich viel mehr Sorgen machen würde, wenn ich keine Zweifel gehabt hätte, weil dann wäre das irgendwie willkürlich und nicht gut überlegt, so aus seiner Sicht zumindest. Aber voll gut, dass... Dass Zweifel einfach dazugehören. Ja, aber dass du dann halt auch so ehrlich sein konntest in deiner Therapie, weil viele TherapeutInnen, die halt auch vielleicht nicht so gut informiert sind, was Trans-Themen betrifft, versuchen die dann halt irgendwie vielleicht das auszureden oder nehmen dich dann halt auch nicht ernst. Ich meine, wenn die Zweifel zu groß sind, sollte man sich schon überlegen, ja, klar, wo die Zweifel herkommen. Aber dass man bestimmte Sachen irgendwie für sich genau reflektiert und drüber nachdenkt. Ist ja auch wichtig. Ich fände es fast irgendwie ungewöhnlich, wenn nicht. Ja, weil ich glaube, ich habe mich halt immer selbst gegaslightet. weil ich halt immer irgendwie von außen so, dass alle waren sich so sicher. Ja. Und dann war ich und war halt so voll unsicher, was manche... Ich war bezüglich Testo, weil ich mir halt auch lange nicht sicher, ob ich das halt will. Und dann war ich auch immer so, ist meine Dysphorie überhaupt groß genug bei allen anderen? Dann scheint es schlimmer zu sein als bei mir. Ganz genug. Ja, ja, ja. Diese ewige Diskussion so. Ich weiß noch, da habe ich mir dann auch so YouTube-Videos angeguckt. So, bist du trans genug? So, ja, du bist trans genug. Aber klar, man will ja auch nicht Leuten irgendwie dann das Label wegnehmen oder so. Oder das irgendwie. Aber ja, war auch ein Riesenthema auf jeden Fall. Was ist für dich der Unterschied eigentlich genau zwischen nicht-binär und transmaskulin? Oder Transmann. Warum muss man da überhaupt eine Unterscheidung machen? Also ich finde, man muss da keine Unterscheidung. Also ich sag ja auch, also ich präsent, also
Ich glaube, die wenigsten Leute, die mich auf TikTok verfolgen oder auf Social Media verfolgen, wissen, dass ich überhaupt gar nicht mich als Transmann identifiziere. Also ich sag auch ganz offen meistens, ich bin ein Transmann, einfach weil das Label, glaube ich, einfacher ist für Leute zu verstehen. Bisschen Backstory. Ich habe mich, als ich mich angefangen habe, mich zu outen, habe ich mich ja tatsächlich erst als nicht-binär geoutet bei meiner damaligen Freundin, und ich habe dann meinen Namen geändert, aber zum Beispiel meine Pronomen habe ich ein paar Monate, habe ich noch She-Her-Pronomen verwendet, einfach weil ich mir bezüglich Pronomen noch gar nicht sicher war. Ist das, warum du einen genderneutralen Namen wolltest? Da hat ja Luca einfach gesagt. Ich wollte schon eher einen maskulinen Namen haben, aber es war auch, ich glaube, das hat ein bisschen mit reingespielt, dass Luca auch ein genderneutraler Name ist. Das hat mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Das ist halt nicht so ein 100% maskuliner Name. Das heißt, ich habe lange einfach als, lange vielleicht nicht, aber vielleicht so ein halbes Jahr bis ein Jahr, habe ich sozusagen als nicht-binär gelebt. Und also es ist natürlich immer blöd, wenn Leute sagen, so, das war so mein Zwischenschritt, bevor ich mich richtig als trans geoutet habe. Wie gesagt, das, was du schon gesagt hast, dass Labels halt einfach irgendwie ein bisschen blöd sind. Also ich glaube, ich würde mich schon halt als nicht-binär identifizieren, so wie ich mich im Inneren fühle. Aber Labels ist halt immer, wie man es so verpackt. Für die Gesellschaft und für die Menschen außenrum. Und ich glaube, auf dem nicht-binären Spektrum bin ich auch schon, ich bin nicht in der Mitte, sondern eher auf der maskulinen Seite. Ich sollte Seite. Das mal malen, tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch war. Da war so ein langer Strich und dann solltest du irgendwo so ein Kreuz setzen, wo du dich empfindest. Ich habe mich genau. Glaube, so bei zwei Drittel männlich oder so. Ja. Nee, also schon. Und auch, wie ich mich präsentiere. Ich präsentiere mich eher männlich. Und natürlich, Identität und Presenting ist nochmal ein Unterschied. Aber und auch, wenn ich neue Leute kennenlerne oder mich Leuten vorstelle, das ist halt natürlich einfacher für Leute zu verstehen, dass ich ein Mann bin. Und ich fühle mich teilweise auch. Ich finde es. Es ist besser als vorher. Es passt eigentlich fast deutlich besser. Ich fühle mich auf jeden Fall wohl damit, wenn Leute mich als Mann sehen. Ich fühle mich eher männlich als nicht-binär, aber auch nicht komplett männlich. Aber auch schon irgendwie nicht-binär, aber nicht. Also, ich finde Labels einfach blöd. Ja, also ich bin nicht 100% binär. Aber ich fühle mich wohl damit, wenn Leute mich so sehen. Also mich stört es jetzt nicht, wenn Leute mich einfach als Mann sehen. Und so dieser nicht-binäre Teil meiner Identität ist nicht irgendwie was, was ich irgendwie labeln müsste. Ich glaube, das ist bei mir relativ ähnlich tatsächlich so. Also ich würde mich selber nicht als Transmann bezeichnen, tue ich auch nicht. Ich bezeichne mich entweder als trans oder als transmaskulin. Aber ich würde auch niemanden verbessern. In den allermeisten Fällen, wenn mich jemand halt als Transmann bezeichnet, weil es passt für mich. Und ich bin ja auch gesellschaftlich so, dass ich als männlich gelesen werde und ich fühle mich wohl damit. Mhm. Einige Leute wissen auch nicht, dass ich trans bin in meinem Umfeld so. Das heißt, die behandeln mich dann halt auch einfach so. Das passt auch für mich alles. Aber in meiner eigenen Identität, wenn ich mich selber irgendwie labeln müsste, weiß ich halt, im Grunde bin ich irgendwo eher auf dem nicht-binären Spektrum. Mhm. Zwei Drittel männlich. vielleicht war es auch so die Tatsache bei mir, dass ich mich halt, ich habe mich so geoutet, so 2017 war das. Und zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, es gab keinen TikTok, über nicht-binäre Identitäten wurde kaum gesprochen. Damals im Fern 2017. Damals, ja. Nee, aber auch in meinem Freundeskreis. Ich hatte schon einen sehr queeren Freundeskreis, aber es war halt niemand irgendwie nicht-binär oder trans. Also alle waren halt irgendwie schwul oder lesbisch oder bi. Ich glaube, eine ganz schlimme Story. Ja, und zwar, also bevor ich mich geoutet habe, war ich mit einer Freundin im Urlaub. Grüße gehen raus. Inzwischen lachen wir drüber. Aber das war echt Krise danach. Wir hatten auch echt einen dicken Streit. Und das war so, ich war ungeoutet, ich war bei meinem inneren Coming-out, soweit ich sage, okay, ich muss jetzt drüber reden, und wir waren zusammen in Kuba und es war wirklich so weit weg von zu Hause, der perfekte Zeitpunkt eigentlich, um drüber zu reden. Wir sind zu zweit. Hast du es ihr dann erzählt? Und sie war mit mir an dem besagten Gender-Kurs. Und wir hatten ja gerade über Nicht-Binarität gesprochen. Und da habe ich immer wieder versucht, das Thema so ein bisschen dahin zu lenken. Und irgendwann habe ich es auch geschafft und wir waren irgendwie da, wo es zu auffällig wird. Und bevor ich dann eigentlich tief Luft holen wollte und es ihr erzählen wollte, hat sie von sich aus gesagt, ja, also das habe ich ja gar nicht verstanden. Also ich verstehe das ja, wenn Leute Transmann sind oder so. Nein. Aber es ist nicht-binär. Also weiß ich nicht, ich bin ja eigentlich schon tolerant, aber also... Das verstehe ich ja nicht. Also keine Ahnung, ich kenne auch niemanden, der so ist. Hast du es ihr dann gesagt oder nicht? Nee, ich habe mich dann nicht mehr getraut und ich habe es dann später nochmal versucht und das Ähnliche so. Also, aber habt ihr jetzt noch Kontakt? Weißt du es mittlerweile? Ja, inzwischen haben wir wieder guten Kontakt. Okay. So, aber wir hatten damals dann echt eine Zeit lang ein bisschen Funkstille. Weil mich hat das halt komplett zurückgeworfen. Ich dachte so, es ist meine erste Vertrauensperson, der ich das irgendwie sagen möchte. Die mit mir den Kurs hat, die dafür sensibilisiert ist, die eigentlich auch viele queere Freundinnen hat und so weiter. Und
dann haut die halt das raus. Oh nein. Und halt auch so ein bisschen böse, so wirklich so dieses, oh, diese abgespaceden, nicht binären, ich verstehe. Aber wahrscheinlich, weil sie einfach keine Berührpunkte damit gar hatte. Gar nicht, und inzwischen tut ihr das so unfassbar leid und also, wir haben uns da echt ausgesprochen, aber das war wirklich hart. Und ja, 2019 war das, glaube ich. Anfang 2019. Nee, ich glaube, der Grund, warum ich mich auch irgendwann entschieden habe, einfach zu sagen, so, ich bin ein Transmann, anstatt, weil wie gesagt, ich habe mich ja dann ein paar Monate oder so als nicht-binär gelabelt, so in meinem Freundeskreis, aber zum Beispiel bei der Arbeit oder so war ich dann auch gar nicht geoutet. War ich mir noch nicht sicher, wie ich mich Leuten, also ich bin dann halt umgezogen und dann, bevor ich umgezogen bin, war ich einen Monat in Japan mit meinem Bruder. Da war ich halt so voll zwischen den Geschlechtern, stand ich da. So, ich hatte meinen Namen geändert und alles, aber ich hatte halt noch keinen Test. So, und das heißt, die Leute, die mich getroffen haben, waren halt immer maximal verwirrt, glaube ich. Ich wurde auch, glaube ich, in dem Urlaub mehrmals darauf angesprochen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Also ich glaube, das ist auch so eine Phase, vor der ich damals einfach übelst Respekt hatte, dass ich einfach auch so für mich überlegt habe, möchte ich so durchs Leben gehen, dass ich ständig irgendwie überall raus. Das nervt halt auch. Also Respekt vor jeder Person, die das irgendwie so durchzieht. Und ich habe aber, das war für mich schon auch ein Thema, weswegen ich unter anderem auch mit Testo gestartet habe, um das halt nicht zu haben. Ja, es ist halt einfach einfacher, wenn du irgendwie in die binären Kategorien passt. Ja, was traurig ist, was definitiv traurig ist und was auch vielleicht irgendwie verändert werden muss. Aber klar, am Ende auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, da in Japan hatte ich dann mit einer irgendwie relativ viel gemacht und dann haben wir auch mal einen Ausflug zusammen gemacht. Und mit der habe ich mich voll gut verstanden und dann habe ich ihr, glaube ich, erzählt, weil sie hat irgendwas gesagt zu dem Thema und dann habe ich gemeint so, by the way, so, ich bin übrigens nicht binär, also non-binary. Und sie war so, ah, okay, cool. Und dann habe ich nochmal so nachgefragt, so, weißt du, was das bedeutet? Mhm. Und sie so, ja, ja, klar, easy, gar kein Problem. Und dann später hat sich aber rausgestellt, sie wusste nicht, was das bedeutet. Und ich glaube, ich hatte einfach maximal keinen Bock, mich jeder Person zu erklären. Ja. Oder erstmal überhaupt erklären, was non-binary bedeutet. Und dann war ich so, ja, ich bin eh so voll in der transmaskulinen Schiene, so, ich sag jetzt einfach, ich bin Mann, mich stört's nicht. Und ich bin ja auch eigentlich happy damit, so als Mann gesehen zu werden. Und dann, ich glaube, das war so der Punkt in meiner Transition, wo ich so war, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt einfach ein Mann, so, das passt. Ich glaube, das ist auch einfach super individuell und auch, also schwer zu beschreiben, was ich meine, aber ich wohne mit 4 Personen zusammen, die sich alle als nicht-binär identifizieren würden, aber das auf sehr unterschiedliche Art und Weise ausleben. Und die meisten von den Personen nutzen halt dann in ihrem Umkreis zum Beispiel keine Pronomen oder so, aber würden das jetzt auf der Arbeit nicht so zum Thema machen oder so, sondern fühlen sich dann ausreichend gesehen oder auch wohl in den Räumen, in denen sie das ausleben können, das dort auszuleben. Und da war halt bei mir irgendwie klar, das reicht mir nicht. Also ich kann nicht ein Leben für mich selber, ich fühle mich zu unwohl, als dass ich sage, mir reicht es, dass ich in meinem Freundinnenkreis irgendwie männliche Pronomen verwende oder so. Aber dass sonst nach außen hin irgendwie keiner weiß und ich da dann halt ständig misgendert werde. Das ist ja auch schlimm, wenn du dann in deinem Freundeskreis richtig gegendert wirst und dann dieser Kontrast, dass du dann in der Arbeit und der Uni dann auf einmal falsch gegendert wirst. In meiner WG einige Leute sagen, dann ist das eben in der Gesellschaft so. Und die wissen es für sich irgendwie besser. Und ich wusste für mich, ja, ist das ja keine auch Option. Okay, das ist absolut, also das ist auch voll stark. Aber für mich war irgendwie immer klar, nee, das wird mir nicht reichen. Also ich kann das nicht. Ja, nee, bei mir war es auch so. Also am Anfang, wie gesagt, ich habe ja meine Pronomen erstmal nicht geändert, sondern nur meinen Namen. Und ich glaube, umso mehr dann Leute auch irgendwie Luca mich genannt haben, umso schlimmer war es, wenn Leute meinen Deadname verwendet haben. Und auch am Anfang, als ich dann nicht auf hierhin Pronomen geswitcht bin, ich glaube, they/them habe ich nie verwendet, umso mehr Leute dann hierhin Pronomen benutzt haben, umso schlimmer war es dann halt, wenn Leute she/her-Pronomen für mich verwendet haben, obwohl es mich am Anfang gar nicht so sehr gestört hatte. Das ist dann halt auch nochmal so ein Ding bei mir, aber das ist ja bei jeder Person unterschiedlich, wie sehr man so, wie wichtig das einem ist. Wie hast du für dich entschieden, welche Transition-Schritte du gehen möchtest und welche du nicht gehen möchtest? Wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen, habe ich das auch schon anklingen lassen. Also mir war immer irgendwie klar, dass wenn ich, also ich, für mich war irgendwie klar, Mastek und Testo hängen wahrscheinlich irgendwie zusammen und ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass ich die Mastek möchte. In Deutschland ist es ja auch so, dass es ganz schwierig ist, zum Beispiel eine Mastek bezahlt zu bekommen. Ja. Also ich glaube, es hat sich noch ein bisschen was geändert. Ich bin da nicht mehr so ganz up to date. In Österreich ist es zum Beispiel, wo ich lebe, auch anders. Da kannst du jederzeit die Mastek machen und es hat nichts mit Testo zu tun. Voll gut. Aber in Deutschland war es ja schon auch so, dass es eigentlich heißt erst Testo, dann Mastek und sonst muss man da ganz krasse Gründe haben oder selber zahlen. Und Selbstzahlen kam irgendwie auch nicht so richtig in Frage.
Ich glaube, es war ein Prozess. Also ich glaube, es war erstmal dieses Eingestehen oder dieses sicher werden, möchte ich überhaupt mich outen und so weiter. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, also ich leide schon sehr unter meinen Brüsten. Und dann, wie gesagt, habe ich mit der einen Person aus Kanada geschrieben und Testo. Also ich glaube, es war A, ein sich ausprobieren müssen und dürfen, dass ich das einfach nur, indem ich es ausprobiere, mir auch wirklich sicher werden kann, ob das das Richtige ist. Woher soll ich wissen, ob Testo das Richtige ist, wenn ich nicht weiß, wie ich mich fühle auf Testo? Am Ende ist es eine Transition und das ist halt immer noch. Das heißt, ich werde mir langsam Dinge bewusst. Langsam, Dinge werden wichtiger, andere Dinge werden vielleicht weniger wichtig. Und ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht und dann war ich mir sicher, ich brauche das und das, sondern es war wirklich ein Prozess, der auch begleitet ist durch Therapie. Ich hatte dann auch echt Glück einfach mit der Anlaufstation, bei der ich war, bei der Person, bei der ich war, dass wir uns da wirklich auch einen Raum geschaffen haben, wo ich Dinge ansprechen kann, Sorgen, Zweifel ansprechen kann. Ja, ich glaube, das ist super wichtig, wenn man, also mir hat das auch super geholfen, da mit jemandem drüber zu reden. Ich habe andere Transpersonen kennengelernt, ich kannte vorher keine andere Transperson. Ich war wirklich, ich habe immer gehofft, dass so nach meinem Outing dann vielleicht irgendwer aus meinem Kreis, eine Person, die vielleicht stealth lebt, also eine Person, wo niemand weiß, dass diese Person trans ist, irgendwie so zu mir kommt und sagt, by the way, übrigens, ich auch, aber es ist mir leider nie passiert. Also ich sehe das mal passiert, nicht, ne? Nee, mir ist das auch nicht passiert. Das heißt, ich war wirklich irgendwie der Einzige. Ja. Aber irgendwie, nachdem ich mich als trans geoutet, ich bin ja dann nach München gezogen, also ich war ja dann in England und dann war ich da ja so ein bisschen bei meinem Freundeskreis geoutet, aber auch nicht auf der Arbeit und dann bin ich nach München gegangen, um da meinen Master zu machen und da in den ersten paar Wochen an der Uni habe ich direkt 3, 4, 5 Transpersonen kennengelernt, obwohl ich vorher niemanden kannte. Man ist auch viel offener dafür und sieht das vielleicht auch mehr und sucht das mehr, keine Ahnung. Also auf jeden Fall hat mir das auf jeden Fall auch super geholfen, einfach mich mit anderen Personen, die vielleicht Erfahrungen gemacht haben, auszutauschen. Ja, und mir hat es halt auch geholfen, dass die voll viele Transpersonen, die ich dann kennengelernt habe, sind tatsächlich auch so ein bisschen, waren teilweise auch so auf dem nicht-binären Spektrum, also haben sich auch als nicht-binär identifiziert, aber haben dann auch trotzdem überlegt, ob sie zum Beispiel Testo nehmen wollen oder die Mastek machen wollen. Und dann viele Transpersonen waren, auch wenn sie binär trans waren, waren auch so, dass sie nicht so den typischen Transweg gegangen sind und auch so ein bisschen Sachen hinterfragt haben und sich Zeit gelassen haben. Da habe ich ein paar echt coole Transleute kennengelernt und viele waren halt auch so, dass sie halt auch OPs und sowas erstmal hinterfragt haben. Ja, klar. Und so Leute, die ich im Internet gesehen habe, waren voll oft so, ja, nee, will ich auf jeden Fall, zack, 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 machen wir. Ich glaube, das hat mir auch nochmal so Sicherheit gegeben, dass das so valid ist, was ich fühle bezüglich meiner Transition. Dass ich das halt nicht so machen muss wie alle anderen, nur damit ich irgendwie richtig trans bin oder sowas. Ja. Findest du, nicht-binär sein ist heutzutage mehr akzeptiert als damals? Ist bekannter. Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit, weil ich das Gefühl habe, und das habe ich generell auf dem ganzen Trans-Spektrum, dass Bekanntheit und Sichtbarkeit auch nochmal zu mehr Hass geführt hat. Also ich kann das ganz schwer beantworten. Ich glaube, es hängt sehr davon ab, in welcher Bubble du bist. Also bei der einen besagten Freundin zum Beispiel, die vorher es überhaupt nicht verstanden hat und so, ist es auf jeden Fall akzeptierter. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass durch diese mehr Sichtbarkeit und mehr Repräsentation das so ein bisschen auch auseinanderdriftet und einige Leute finden das gut und andere Leute finden das überhaupt nicht gut. Und von daher finde ich das Wort Akzeptanz schwer einzuordnen in dem Kontext. Ja, aber auf jeden Fall mehr, es ist sichtbar. Mehr Sichtbarkeit und mehr auch irgendwie. Mehr Leute, die nicht so, und es ist auch, ich mag das Wort normal überhaupt nicht, aber normalisierter, dass Leute sich so identifizieren und das aussprechen. Ja, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt. Dass es da auch genau verschiedene Aspekte gibt. Also es ist auch, wenn ich jetzt eine Transperson kennenlerne oder mich irgendwo oute, wird vielleicht nicht mehr unbedingt erwartet, dass ich alle OPs machen will. Das ist sagbarer, dass man es nicht möchte und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Transpersonen in der Gesellschaft grundsätzlich irgendwie eine bessere Stellung haben oder akzeptierter sind als vor 5 Jahren. Ich glaube, das kommt auch voll krass an auf die Bubble, in der wir uns befinden. Absolut. Also in meinem Freundeskreis ist halt, es ist gefühlt jede Person irgendwie auf dem Spektrum. Also manche sind halt eher feminin präsentierend, aber sind halt trotzdem irgendwie nicht cis. Ich glaube halt, um das auf die Gesamtgesellschaft und auf Akzeptanz zu ziehen,
binäre Transpersonen haben halt dieses ganze Geschlechterkonstrukt nicht ganz so hinterfragt, sondern sie sind irgendwie von rechts nach links gewandert oder von, weiß ich nicht, also sie sind von Mann zu Frau so. Mhm. Nicht-binäre Identitäten, wie auch immer du dich jetzt genau labelst, hinterfragen das ja total. Und ich glaube, da kommt auch jetzt ganz viel Gegenwind her. Ja, weil es halt also, den Status quo so in Frage stellt. Durch diese nicht-binäre Sichtbarkeit oder transmaskuline, transfeminine, genderqueere, iGender, was es da alles gibt, dadurch polarisiert das Thema jetzt viel mehr. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir das irgendwie haben, diese Sichtbarkeit. Weil es gibt ja immer, es gibt viele Menschen, die sich so identifizieren. Ja, voll. Also, wir sind ja da so. Ich finde es halt auch schön, dass Leute, die halt vorher sich vielleicht gar nicht als nicht-binär identifiziert haben, weil sie es halt einfach gar nicht wussten, dass das als Option gibt. Es gibt auch übrigens viele Erwachsene, die jetzt mit 50, 60 sagen, voll. Jetzt, wenn ich das in meiner Jugend gewusst hätte und jetzt irgendwie mit 60 sagen, nee, das trifft halt auch voll auf sie zu. Es gab es nur früher keinen Begriff dafür, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Akzeptanz, leider. Ja, so von der Mainstream-Gesellschaft. Ja, also was für Tipps würdest du einer Person geben, die gerade auch so ein bisschen in der Findungsphase ist und vielleicht für sich gemerkt hat, hey, ich bin irgendwie nicht cis, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt irgendwie komplett binär trans bin oder irgendwie eher nicht binär bin, was hast du da so ein, zwei Tipps parat? Krallt euch nicht zu sehr an Labels fest. Also Labels helfen vielleicht, um erstmal überhaupt irgendwie so einen Weg zu starten und zu finden, okay, was könnte passen, was könnte nicht passen. Mhm. Aber am Ende, wenn man irgendwann diesen Weg eine Zeit lang geht, sind sie auch wieder erneut sehr einengt. Also du musst nicht irgendwie, wenn du dich als trans Mann siehst, das und das machen oder als nicht binäre Person das und das. Lasst euch Zeit, und ich weiß, am Anfang der Zeit ist das schwierig und ich habe immer die Leute gehasst, die das sagen. Take your time! Aber es ist ja tatsächlich so, weil du wachst nicht morgens auf und bist dir sicher, so, sondern das ist einfach ein Prozess, der auch schwierig ist, der, ja, auf der einen Ebene hilft es natürlich, wenn du Freundinnen hast, mit denen du sprechen kannst, wenn du andere Transpersonen kennenlernst, dich mit denen austauschen kannst, weil wenn es dann ja wirklich Richtung medizinische Dinge zum Beispiel geht, musst du ja dich auch irgendwie im medizinischen Kontext Personen irgendwie exposen und so. Und überstürzt da einfach nichts. Seid ein bisschen vorsichtig und aware, mit wem ihr gerade worüber redet. Ja, ich glaube, mir persönlich hat es richtig geholfen, einfach so ein bisschen zu experimentieren mit meiner Gender Expression vor allen Dingen. Also es hat ja nichts mit meinem Label zu tun, aber so ein bisschen hat mir geholfen, rauszufinden, womit ich mich wohlfühle. Also einfach so. Ich habe mich halt immer nicht getraut, zu viel auszuprobieren, weil ich irgendwie Angst hatte, ich jetzt jeden Tag mit einem neuen Namen ankommen, dass die Leute dann irgendwie. Ja, nicht mit dem Namen. Ich meinte eher so auch so ein bisschen so Outfits oder Haarschnitt, so ein bisschen sowas. Also ich glaube, also ich persönlich habe ja auch, wie gesagt, ich habe mich mit 23 geoutet, aber ich habe halt schon mit 19, 20 so realisiert, dass irgendwas nicht stimmt und dann habe ich halt mit 20 auch schon meine Haare kurz geschnitten. Ja, bei mir war es ein ziemlicher Cut tatsächlich, so von heute auf morgen. Nee, bei mir war das so richtig schwammig, fließender Prozess und dann irgendwann habe ich halt angefangen, so, keine Ahnung, nur noch in der Männerabteilung Klamotten zu kaufen und vorher habe ich halt trotzdem männliche Klamotten gekauft, aber war dann halt in der Frauenabteilung und habe dann das Männlichste da rausgesucht so. Und dann das hat dann gewechselt und dann irgendwann habe ich mir auch ein Bein da gekauft, damit ich halt eine flache Brust habe und das war halt auch bevor ich mich geoutet habe. Also mir hat es auch geholfen, so nach und nach sich so in Gruppen auszuprobieren. Ich habe dann zum Beispiel einen neuen Job angefangen und habe da dann direkt quasi mit männlichen Pronomen und so gestartet, obwohl ich jetzt nie vorher so ein offizielles Outing oder so hatte und dann konnte ich mich halt an diesem Workspace schon mal so ausprobieren. Ja. Und das war halt, ja, hat sich ziemlich gut angefühlt. Ja, ich glaube, wenn du halt sowas, man kann ja Sachen ausprobieren, ohne dass es halt so fest ist. Man denkt halt immer so, wenn man einmal sagt so, hey, ich habe dieses Label, dann ist das jetzt so, dann muss ich da jetzt so bleiben. Sonst nimmt mich keiner ernst. Aber wie gesagt, ich habe mich auch erst als nicht-binär geoutet und dann habe ich irgendwann einfach nur gesagt, ich bin ein Transmann und ich bin ja trotzdem irgendwie nicht-binär. So ein Label ist nicht in Stein gemeißelt. Und reden, viel reden, hilft auch viel. Reden hat wirklich geholfen. Boah, am Anfang konnte ich diese ganzen Sachen gar nicht aussprechen. Ja, nee, ich auch nicht. Es ist super scary, wenn du es einmal gesagt hast, dann ist es irgendwie real. Ja, genau. Und dann, je häufiger du das sagst, also inzwischen ist es ja gar kein Problem mehr. Ja, vor allem wenn du das aussprichst, dann irgendwie gibt es einem voll viel Klarheit, wenn man das mal formuliert. Und dann bist du ja auch irgendwie gezwungen, wie du dich fühlst, irgendwie zu verpacken, damit die andere Person das versteht. Und ich finde, dadurch versteht man es selber sich nochmal ein bisschen besser. Ja. Ja, stimme ich so zu. Okay, ich glaube, das reicht. Erstmal, ich glaube, das Video ist eh eine Stunde lang geworden. Viel zu lange. Ich hoffe, irgendjemand hat es bis zum Ende geschaut. Morlin, willst du noch was Abschließendes sagen? Ich glaube, ich habe genug gesagt für heute. Ja. Ich hoffe, wir konnten helfen. Ich hoffe, wir konnten helfen. Macht's gut.